Willkommen zurück aus der deutschen Musikhauptstadt. In unserer zweiten Live-Show müssen sich Nena und Ray von zwei ihrer Teammitglieder verabschieden. Sie zu Hause können das verhindern, indem sie für ihre Favoriten anrufen. Und jetzt gibt's den nächsten Grund zum Telefon zum Greifen. Diese Frau ist unheimlich international. In Israel geboren, als Kind nach England gezogen, später ausgewandert nach Österreich. Da arbeitet sie als Kassiererin in einem schwedischen Möbelhaus und singt gerne in Irish Pubs. Und jetzt ist sie endlich in Berlin. Zum Glück. Sharon Levy. Mein Ziel ist, dass ich glücklich bin. Und ich bin glücklichst, wenn ich Musik mache. Ich kann nicht sagen Rockchick. I'm just me. Ich würde so gerne mit dir da auf so eine kleine Reise gehen, weil ich da in deiner Stimme was gehört habe, was mich echt fasziniert. So, Nena, I want you auch. Ich habe vorher gedacht, dass Nena ist der richtige Code für mich und jetzt, ich weiß das sicher. Mein Leben seit The Voice ist ein bisschen Wahnsinn. Ich mache beides. Arbeit und Rockstar. Sharon ist eine sehr starke Frau. Und ich mag an ihr auch, dass sie ihre Unsicherheit zeigt. Wenn sie auf der Bühne ist, versteckt sie sich nicht. Ja, sie ist ganz authentisch. I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What is happening to it all? Crazy some say. Where is the life that I recognize? Gone away. I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find. Yes, I try to make my way to the ordinary world. I will learn to survive. Fashion of coincidence, one prompted you to say. Will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window. Across the rooftops, she's run away. Left me in the vacuum of my heart. I won't cry for yesterday. There's no ordinary. Sharon Levy und Ordinary World. Congratulations. Ich helfe dir schnell. Du musst dich auch noch schnell ausstrecken. Oh, wir sind elektrisch. Großartig. Mensch, du bist ja voll abgegangen. Du bist noch ein bisschen außer Atem. Oh, bitte? Ah, wie war's für dich? Super. Zu kurz. Zu kurz? Nochmal zu kurz. Ja, also...
Sogar wir gerne. ja, es ist den ganzen Abend, gestern auch Wahnsinn. Super. Also, Sharon begeistert, Alec und Sascha, seid ihr auch begeistert von Sharon? Ihr habt ja bei den Blind Auditions auch für sie gedrückt. Ja, ja. Sie hat sich für Nena entschieden, seid ihr immer noch ein bisschen beleidigt? Nö, nicht beleidigt. Immer noch ein bisschen traurig, aber so, dass uns nichts fehlt. Aber es trifft es genau auf den Punkt, sie ist absolut authentisch. Das hat uns damals auch überzeugt, sehr, sehr gut. Toller Song, richtig geile Nummer, perfekt umgesetzt, geil ausgewählt. Weiter. Wir würden Nena, ich habe mir zwischendurch ein bisschen Sorgen um deine Gesundheit gemacht. Du wärst uns fast vom Stuhl gekippt. Wie war es für dich? Es war einfach herrlich, herrlich, herrlich. Sharon ist... mir fehlen die Worte, ey. Ich weiß nicht, das ist auch so was Schönes, wenn du auf die Bühne kommst. Das ist einfach herrlich, herrlich. Mir fehlen die Worte. Eine Frage habe ich noch. Ja, Nena. Warum habt ihr es nicht einen halben Ton höher gemacht? Ich hätte sie gerne ein bisschen mehr schreien hören. Okay, danke für den Tipp. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, wenn es ein nächstes Mal geben soll, dann müssen Sie zu Hause natürlich anrufen. 01379 78 7807. Wenn Sie übrigens aus Österreich, wo Sharon lebt, anrufen oder aus der Schweiz, dann finden Sie Ihre Telefonnummer auf der Sat.1-Textseite 642. Sharon Levy, vielen Dank. Danke.